Willkommen, Freunde und Follower, Berserker, Drachentöter und ihr, die ihr der Legende der Steine folgt. Wir sind heute hier, nicht nur auf dem Halbgottschmiede-Kanal, sondern im sagenumwogenen Odenwald, im tiefen Hessen. Und wir werden hier einen weiteren Legendstone für euch hinterlassen. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was das ist, schaut mal auf den Kanal vom Dennis Kohlrus. Ich verlinke ihn hier unten. Da könnt ihr nachschauen, wie der erste Legendstone, der Ansusstein und auch der zweite Legendstone, der Torstein, schon ins Leben gerufen wurden und für euch und eure Herausforderung hinterlegt wurden. Was ist besonders am Odenwald? Im Odenwald ist einst Hagens Verrat an Siegfried vollzogen worden. Hier hat er ihm den Speer zwischen die Schulterblätter gestoßen und das Lindenblatt ausgenutzt sozusagen. Und wie ein Grab einer Legende werden wir hier einen Stein heben und auf einen anderen platzieren. Mit dabei ist heute für euch mein Schildbruder, der mächtige Dennis Kohlrus. Aloha. Aloha, herzlich willkommen. Ja, wir machen heute den dritten Legendstone mit meinem Schildbruder, dem Herrn Tetzel. Er ist ein ganz schöner Brocken. Wir haben versucht, ihm mathematisch etwas aufzurechnen, das Gewicht zu ermitteln. Wir sind knapp bei 170 Kilo geendet. Und dieser Stein für euch wird später markiert. Aber erstmal liften wir diesen Stein vom Boden. Ganz egal wie, wird der Stein auf diesen Sockel hier gesetzt. Der Lift ist bestanden, wenn man den Stein hochnimmt, auf den Sockel setzt und der Stein muss eigenständig auf dem Sockel stehen bzw. liegen bleiben. Und das probieren wir jetzt. Tetzel, wie fühlst du dich? Fühlst du dich ready? Ich muss sagen, das ist eine Herausforderung, so wie sich das natürlich gehört, liebe Leute. Geschenkt bekommt man Legendensteine natürlich nicht. Ihr seht, der Stein ist bearbeitet. Wahrscheinlich haben die Römer vor vielen Jahrhunderten, die hier damals schon diverse Limesanlagen gebaut haben, diesen Stein bearbeitet. Daher können wir auch so ein bisschen uns überlegen, was er ungefähr wiegt. Das ist ein Granitblock, ungefähr 45 mal 40 mal 35. Ihr könnt es euch selber nachrechnen. Wie fühle ich mich? Immer schwer im Training. Also was soll ich sagen? Muskelkater ist da, sagt man heutzutage. Also einfach machen. Genau. Und wir haben den Stein auch, wenn ihr sehen könnt, wenn ihr mal hier rüber schaut, aus diesem Loch hinaus buxiert. Und ich bekomme ja auch sehr viele Anfragen, du bestimmt auch, zu den Stones und alles. Viele Fans und Follower fragen mich, ob ich nicht mal Steine platzieren kann, die ein bisschen leichter sind, dass die Leute sie schaffen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich möchte die Teile bockschwer haben, dass sie für euch als Motivation dienen, weil wenn man hingeht, also wenn man das Video sieht, man sieht den Stein und geht hin und schafft ihn, dann ist es keine große Motivation. Man muss auf den Stein hinarbeiten und der Stein bietet euch wahrlich Widerstand. Also es kann sein, dass ihr hingeht, ihr hebt ihn beim zweiten, dritten Mal, hebt ihr ihn immer noch nicht. Ihr müsst halt wirklich hart dafür trainieren, um so einen Stein heben zu können. Nach isländischem Vorbild, es geht um Steine, die zu bewegen etwas Besonderes sein soll. Und ja, niemand wird es uns verdenken, wenn nun mal nicht jeder die heben kann. Genau. Dann ist es eigentlich ja genau das Richtige. Es soll ein elitärer Kreis sein, der die Stones hebt. Ne? Also wer einen Legendstone hebt, wie jetzt auch der Peter Pliefke mit dem ersten in Berlin, es ist einfach ein sehr schwerer Stein. Es ist nicht für einen normalen Menschen zu... Wir haben auch welche jetzt hier im Hintergrund von der Godrej Army, ein paar Fans. Schaut mal rüber. Ja, ihr kommt ins Video. Genau, und diese Jungs haben auch den Stein jetzt probiert und haben ihn nicht bewegt bekommen. Also von daher, es ist nicht leicht. Und ich möchte auch nicht, wie in der heutigen Gesellschaft, wie sagt man so schön, wenn eine Fußballmannschaft, Kinderfußballmannschaften zusammen spielen und dann am Schluss fragen die Eltern, warum hat mein Junge keinen Pokal bekommen? Und dann sagt die Lehrerin, ja, er ist nun mal Letzter geworden. Ja, aber jeder ist doch heutzutage ein Gewinner. Jeder kriegt doch einen Pokal. Jeder ist ein Sieger. Wir alle sind Sieger. Nein. Kurz und bündig. Nein. Legendstone ist keine Teilnehmerurkunde. Genau. Wer ihn hebt, das ist Ruhm, das ist Ehre, das ist eine Legende. Das soll nicht einfach so für jeder... Ach, wie soll ich dazu sagen? Tetzel, du verstehst es.
Ich glaube, ich verstehe dich, die Zuschauer verstehen dich. Genau, sonst und jetzt müssen wir natürlich dem gerecht werden. Natürlich, wir haben uns jetzt wieder Druck aufgebaut und jetzt muss ich ihn heben. Ja, jetzt wird er gehoben. Ja. Ja. Bevor der Meister Kohlrus den Stein jetzt hebt, Leute, sei noch gesagt, der Stein ist nur der zweite Teil der Herausforderung. Ihr müsst erstmal hier hinlaufen. Das sind vom Parkplatz sicherlich schnucklige 150 Höhenmeter, also ein guter Kilometer durch den Wald. Und naja, wenn man ein bisschen schwerer ist, dann wird die Wanderung auch schwerer. Für uns war es ganz schön anstrengend. Ja. Aber ja, wenn ihr hier seid, nehmt euch Zeit. Übereilt nichts, macht euch warm. Und am Vortag keine Kniebeugen machen, weil sonst... Wer war das mit den Kniebeugen vorher? Ach, das war ja ich. So. Perfekt für euch. Könnt ihr üben. Freunde, die Rune für diesen Legend Stone wird keine geringere als die Jera-Rune. Jera steht einerseits zwar für die Ernte und auch für die Erde und den Jahreszeitenwechsel, andererseits aber auch für das Nicht-Aufgeben im Angesicht von Herausforderungen. Und nichts anderes sind natürlich die Legend Stones. Und da dieser hier durchaus beachtlich schwer ist, ich denke, wir geben ihm eine 9 von 10? Ich würde eine 9 von 10 wählen. Ja. Eine 9 von 10 und darum ist die Jera-Rune genau das Richtige. Aber dieses Mal darf der Herr Tetzel meißeln. Also einmal ein stumpfer Meißel. Der Meißel der Stumpfigung. Meißel der Stumpfigung. Wir sind nicht ohne Grund im Odenwald, denn ein Mitglied der Godrage Army hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, Dennis, da liegen ein paar schöne Steine und deswegen sind wir hier heute da. Und zu meiner Rechten steht der Herr, stell dich mal bitte vor. Hi, ich bin der Max, komme hier aus der Gegend und habe gedacht, das ist einfach perfekt hier am Felsenmeer. Schön große Steine, ja. Passt schon. Also du kommst hier aus dieser Gegend, ne? 5 Kilometer über den Berg ist mein Elternhaus. Also warst du schon öfters hier. Ja. Und jetzt hast du einen Stein vor der Haustür. Jetzt kannst du üben. Ich werde fleißig üben, bis genau. Ich den pack. Und jetzt wird er sich noch verewigen. Einmal mit dem Hammer und einmal mit dem Meißel. Dankeschön. Tu dein Übriges. Jera-Stein im Odenwald, im Felsenmeer, liegt bereit, liebe Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Mein Schildbruder, der Dennis und ich, wir haben ihn gehoben, wir haben ihn markiert. Und wir gut befunden. Für gut und schwer befunden. Wir klopfen jetzt noch ein bisschen die Rune tiefer rein. Und wir wünschen euch allen über den Link in der Beschreibung, wo natürlich die Koordinaten drin sind, viel Erfolg. Wie immer könnt ihr einfach ein Video davon machen. In die Godrage Army Gruppe schicken oder direkt an Godrage Instagram, Facebook schicken, überhaupt kein Problem. Und dann bekommt ihr natürlich ein kleines Fanpaket für Ruhm und Ehre. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Liked es, verteilt es, drückt auf die Glocke vom Herrn Tetzel. Ne? Abonnieren, ausdrucken, an die Wand heften, Dragon Slayer Mode anmachen und wachsen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.
nächsten Legend Stone. Da wir uns hier den Odenwald ausgesucht haben mit dem Felsenmeer, müssen wir noch dazu sagen, das ist ein Naturschutzgebiet und aus Respekt der Natur gegenüber nehmen wir nicht direkt die Felsen vom Felsenmeer, sondern sind etwas abseits gegangen. Aber kein Problem, wir machen die Koordinaten von diesem Stone, wie bei den zwei anderen auch, unten in die Beschreibung. Klickt einfach drauf,